Die US-Rapperin Ice Spice soll nach ihrem kometenhaften Aufstieg gewürdigt werden. Dafür hat sich die Stadt New York etwas Besonderes einfallen lassen. Während die Rapperin stolz ist, Teil von sowas zu sein, sind echte New Yorker stinksauer. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. In den letzten Jahren hat die noch ziemlich junge Rapperin Ice Spice einen Rekord nach dem anderen gebrochen, arbeitet sich ganz nach oben und trotzdem wird sie den Hate nie wirklich los, denn die Community ist geteilter Meinung. Einige behaupten, sie sei die beste weibliche Rapperin des Landes, während andere nichts mit ihr anfangen können und sie als schlechteste Musikerin aller Zeiten abstempeln. Dank Hits wie Princess Diana oder Dally sollte sie trotzdem inzwischen jeder kennen. Auch die Stadt New York hat sie auf dem Schirm. Um ihr ein tolles Geschenk zu machen, werden die Metrokarten mit ihrem Bild versehen. Wer auch immer ein Ticket kauft, wird sie zwangsläufig sehen. Doch echte New Yorker sind sauer nach dieser Aktion. Immerhin haben andere Personen dieser Stadt viel wichtigere Sachen erreicht in ihrem Leben als die Rapperin Ice Spice. Sie fragen sich zum Beispiel, warum wird sie abgebildet und nicht etwa Malcolm X, Kareem Abdul-Jabbar, Rap-Legende Biggie oder sogar 50 Cent. Ihr scheint dieses Thema nicht zu interessieren. Sie freut sich lieber darüber, dass sie es geschafft hat.